Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test DayZ Alpha, The Early Access. Ist gerade eben erst erschienen. Ich gucke rein und lasse euch direkt mal teilhaben. Wie wir sehen, das Anfangsbildchen sieht ja schon ganz schön aus. Charakter habe ich gerade erstellt. Hatte ich erstellt. Aber ist jetzt wieder weg. Und zwar wollte ich Mail sein, Light und... Ich wollte ein grünes T-Shirt haben, eine braune Jeans und einigermaßen dunkle Schuhe. Damit ich nicht überall gesehen werde. Okay. Ja, jetzt drücken wir mal auf Spielen. Spielen sehen, sie sehen nichts. Das ist natürlich prima. Ja? Kein Server da. Natürlich so, wie ihr natürlich seht, haben wir genügend Server gefunden. Es gibt jede Menge Server, die auch relativ gut besucht sind schon. Also da braucht er keine Angst haben, dass er keinen Server findet. Nur was dann kommt, ist natürlich klar, wir connecten und ja, wie soll es auch sein. Ich habe nicht mehr dran gedacht, ihr bestimmt auch nicht. Erstmal seht ihr nichts und dann wird es Licht. Aber halt nicht sehr viel, leider. So, hallo, es werde Licht, aber viel mehr Licht wird es nicht, da wir bittere Nacht haben. So. Ist ja wunderbar. Taschenlampe, Batterie, sonst habe ich ja nichts. Und ein rotes Zeichen habe ich schon. Wir wackeln einfach mal ein bisschen los und gucken mal. Warum habe ich schon eine rote Kette? Gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe versucht, einen Tagesserver zu finden. Ist bittere Nacht natürlich. Überall. Und zwar überall. Selbst in LA. Wir werden jetzt mal gucken. Hinlegen war immer noch dasselbe. X ist... Gleichgang. So, irgendwann haben wir dann mal geschafft, die Taschenlampe zu aktivieren und jetzt seht ihr mal so ein Haus von innen. Also das Häuschen sieht ja so ganz schön aus, aber man kann ja nichts sehen auf dem kleinen Punkt. Das ist natürlich richtig schade, ich hätte euch ja gern mehr gezeigt. Aber, tja, seht das als News. Mehr kann ich nicht sagen. Jetzt kommt noch ein bisschen was anderes. Wie kann er sich denn jetzt nicht bewegen? Den nehme ich nicht mehr. Ich werde verrückt. Da ist doch was. Gib her den Baseballschläger. Jawohl, einen Baseballschläger haben wir gefunden. Gib den gilt es jetzt erstmal auszurüsten. Ist alles ein bisschen komisch. Noch erst anders wie der Z. Ja. Ja, hätte ich ganz gern. Und dann hätte ich ganz gern. Aber wir haben schon mal eine Pompe. Ja, eine tolle Hose nehmen wir auch mit, ist klar. Gehen wir wieder runter und sagen wir guten Tag. Hey. Ist er tot? Ich sehe ihn irgendwo, ist verschwunden. Immer drauf die hohle Rübe. Drauf auf die Rübe. Was? Jetzt bin ich verstorben? Nicht gut. Nicht gut. Tja, ist auch wirklich nicht gut und deswegen lassen wir das Ganze sein. Wir verschieben den Start auf morgen. Morgen bekommt ihr von mir eine Tages-DayZ-Ansicht von der Standalone-Version. Ja, hat ja so keinen Zweck. Ihr seht nichts und ich quäle mich ab. Von daher lassen wir das hier sein. Ja, freut euch. Ich freue mich auch. Bald geht's los. DayZ bei Tageslicht. Vielleicht haben wir da schon ein paar Kniffe mehr, ne, rausgefunden. Und ich zeige euch, was hier los ist oder eher nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Denkt dran, abonnieren. Nächste Folge kommt unter Garantie in wenigen Stunden. Ciao.